Heute geht es in der Reihe Fokus Nebenwirkung einmal um die Durchfälle unter Antibiotikaeinnahme. Und dann wollen wir gleich einmal einsteigen, denn den meisten von Ihnen ist sicher bekannt, dass es unter der Antibiotikaeinnahme Durchfälle geben kann. Und viele fragen sich natürlich, wenn jetzt Durchfall auftritt, muss ich dann das Antibiotikum sofort absetzen oder soll ich es trotzdem weiternehmen? Und auf diese Fragen werde ich einmal eingehen. Unter der Antibiotikaeinnahme entwickeln sehr viele Patienten Durchfälle. Bei manchen Antibiotika ist die Häufigkeitsangabe so etwa bei 1 bis 10%. Und bei Breitspektrum-Antibiotika, das sind Antibiotika, die besonders viele Bakterien in ihrem Körper abtöten, da liegt die Häufigkeit sogar bei über 10%. Das heißt, mindestens jeder Zehnte ist von diesen Durchfällen betroffen. Und daran sehen Sie, dass diese Nebenwirkung recht häufig vorkommt. Und ich kann Ihnen schon einmal sagen, wenn Sie ein Antibiotikum einnehmen und nur einen ganz leichten Durchfall haben, ganz selten, dann ist das meistens hinnehmbar. Der Grund dafür ist, dass in Ihrem Darm auch gutartige Darmbakterien mit abgetötet werden, die man auch für die Verarbeitung von Speisen benötigt. Unter anderem bilden diese Bakterien bestimmte Enzyme, die zum Abbau von Ballaststoffen beitragen. Und normalerweise werden diese Ballaststoffe durch diese gutartigen Darmbakterien abgebaut und dadurch bilden sich dann Abbauprodukte. Unter anderem sind das Fettsäuren und Fettsäureester. Und diese Abbauprodukte, die führen dazu, dass Elektrolyte und auch Wasser gut aus Ihrem Darm resorbiert wird und ins Blut aufgenommen werden kann. Wenn diese gutartigen Darmbakterien dann abgetötet werden, liegt es nahe, dass dann die Ballaststoffe nicht so gut verarbeitet werden, dadurch diese Fettsäureprodukte nicht so gut gebildet werden, wodurch dann die Aufnahme von Wasser und Elektrolyten ins Blut nicht so gut funktioniert, wodurch die länger im Darm verbleiben. Und das führt dann natürlich durch den höheren Wassergehalt zu Durchfall. Es gibt auch noch andere Begründungen, dass zum Beispiel die Bakterien auch für den Abbau der Gallensäure verantwortlich sind. Und wenn die Gallensäure wiederum nicht so gut abgebaut wird, dann kann das auch zu Durchfällen führen. Sie sehen also, das Ganze ist ein recht komplexes Geschehen und soweit nur sich das vollzieht und das die Ursache für die Durchfälle ist, ist das nicht weiter so tragisch. Schlimmer wird es, wenn die Anzahl an Durchfällen zunimmt und es zu einem stärkeren Wasser- und Elektrolytverlust durch diese Durchfälle kommt. Und eine Komplikation, die da auftreten kann, ist die sogenannte pseudomembranöse Colitis. Und was versteckt sich dahinter? Wenn die gutartigen Darmbakterien durch das Antibiotikum abgetötet werden, dann ist es möglich, dass schlechte Bakterien in ihrem Darm besser wachsen können, weil diese schlechten Darmbakterien durch die gutartigen immer so in Schach gehalten worden sind. Wenn die nun in geringerer Anzahl vertreten sind, dann können sich schlechtere Darmkeime vermehren. Dazu gehört ein ganz prägnantes Beispiel, das ist das Bakterium Clostridium difficile. Und dieses Clostridium, das kann Darmentzündungen hervorrufen und im schlimmsten Fall sogar eine sogenannte pseudomembranöse Colitis hervorrufen. Und bei dieser pseudomembranösen Colitis kommt es zu einer starken Entzündung der Darmwand. Es kommt zu Belägen im Darm. Diese pseudomembranöse Colitis kann verschiedene Symptome haben. Bei allen ist der Durchfall gleich, das heißt, die leichten Symptome wären Durchfall, stärkere Symptome wären schon eine Darmentzündung
Und ganz starke Symptome wären eine lebensbedrohliche Darmentzündung, die man sofort erkennen muss. Aber die geht auch wirklich mit ganz starken, wässrigen, übelriechenden Durchfällen einher. Und für Sie ist nur wichtig, dass, wenn Sie jetzt unter der Antibiotika-Einnahme Durchfälle entwickelt haben, dass die moderat sind und ganz leicht sind. Und wenn Sie aber merken, dass Sie stärker werden, dann rate ich Ihnen sofort, bitte Ihren Arzt zu kontaktieren, aufgrund dieser Nebenwirkung, die auftreten kann. Und als letztes möchte ich Ihnen noch mitgeben, dass diese pseudomembranöse Colitis, die man immer im Blick haben möchte, nicht nur während der Antibiotikatherapie einsetzen kann, sondern die kann auch noch bis Wochen später auftreten. Das heißt, wenn Sie ein Antibiotikum einnehmen, haben Sie diese Nebenwirkung einfach immer im Hinterkopf, dass wenn Durchfälle auch nach einigen Wochen nach der Einnahme bei Ihnen auftreten, dass Sie Ihrem Arzt dann immer noch die Information geben können, dass Sie in der Vorgeschichte ein Antibiotikum genommen haben. Wenn Sie Durchfälle unter Antibiotika-Einnahme entwickeln, dann sollten Sie bitte keine Wirkstoffe gegen den Durchfall einnehmen, die darüber wirken, dass der Darm gelähmt wird. Dazu zählt der Wirkstoff Loperamid und der ist kontraindiziert bei antibiotika-assoziierten Durchfällen, einfach aus dem Grund, weil man verhindern möchte, dass durch diese Darmlähmung ein potenziell schlechter Keim, der sich schon vermehrt hat, durch diese Darmlähmung sich noch stärker vermehren kann und dadurch dann noch zu stärkeren Symptomen bis hin zu der stark symptomatischen pseudomembranösen Colitis führen könnte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie jetzt recht bald wieder gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.